So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Super Mario 3D Land. Im letzten Part haben wir die zweite Welt komplett abgeschlossen. Und mal schauen, ob uns das auch mit der dritten in diesem Part gelingt. Wir holen uns erstmal eine Starcoin. Ich habe dieses Level gerade schon mal gespielt. Von daher nicht wundern. Ich gehe jetzt straight zu den Starcoins. Und wir wundern uns bitte nicht, denn das hier drin ist tatsächlich die zweite Starcoin. Aus irgendwelchen Gründen wird ja zweite angezeigt. Also ich verstehe schon warum. So grob, obwohl die ganz unten ist, sollte sie eigentlich die erste sein, finde ich. Aber ist auch egal. Ist auch egal. Es sorgt ein bisschen für Verwirrung tatsächlich in dem Level. Aber die erste ist so ein bisschen, die ist ein bisschen weiter oben angesetzt. Daher eigentlich vollkommen schwachsinnig, dass da unten die zweite ist. Aber halt von der Sammlung, vom Sammeln her macht es halt mehr Sinn, wenn das da, die ihr gerade schon gesehen habt, die erste wäre. Also die zweite wäre. Zumindest finde ich es persönlich besser, weil warum sollte ich nochmal runtergehen, wenn ich oben schon meinen Soll erfüllt habe, sozusagen? Oder warum sollte ich nochmal runtergehen, wenn oben die erste Starcoin ist? Ist ein bisschen weird gemacht, aber lebe ich jetzt mit, akzeptiere ich so, wie es ist. Was anderes kann ich auch gar nicht, außer es zu akzeptieren, wie es ist. Ja. Einmal hier hoch. So, wunderbar. Machen wir ganz gechillt weiter. Ja, ich denke mal, die ein oder andere Starcoin werde ich früher oder später auch reinschneiden müssen, weil ich dann garantiert nicht mehr weiß, ja, genau, wo ich sie finde und was ich genau machen muss. Aber dann ist das halt so. Aber jetzt am Anfang hätte ich das ganz gerne noch ohne Schnitte, rein theoretisch, oder noch ohne dass ich kurz unterbrechen muss. Das wäre mir Herz allerliebst. Mal gucken, wie lange das so gut geht und wie lange das so gut klappt. Aber bisher kann ich mich da wenig beschweren und hole Starcoin Nummer 3. Wunderbar. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt straight up zum Ziel gehen. Ohne weitere Umschweife können wir zum Ziel gelangen. Ah, bitte einmal hier. Einmal hier ranspringen. Dankeschön. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. War ja hervorragend. Besser kommt man es fast nicht machen. Besser kommt man es fast nicht machen. Wer hätte das gedacht? So, wunderbar, wunderbar. Level 3.1 abgeschlossen. Wir haben mittlerweile 30 Leben. Das ist doch mal eine Hausnummer, mit der wir gut leben können. Mit der wir ganz gut leben können. Ist doch eine ganz schöne Sache. Oh, ein Unterwasserlevel kommt als nächstes, würde ich sagen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Mal ganz berührende W-Schreibflächen auf den Touchscreen, um zu bereits versuchen, Wellen zu reißen. Das werden wir nicht tun, weil warum sollte ich das tun? Also ich sehe keinen Grund oder keinen Anlass dafür. Höchstens mal ein Item zu holen oder so, aber ja, jetzt gerade eigentlich eher sehe ich da noch keinen Anlass zu. Sei denn, ihr seht einen, dann gucke ich natürlich für euch zurück, aber bisher erscheint mir das doch eher fragwürdig und unnötig. Ja, ich glaube, hier ist auch nichts weiter gerade. Gut, dann ab in die Röhre. Schauen wir in die Röhre rein. Und hoffen, dass wir auch hier alle Starcoins maßlos finden können oder bedingungslos finden können. Das wär Herz allerliebst. Wahrscheinlich ist dahinter ein. Ich sehe es doch schon. Da funkelt es doch schon. Das ist nur ein Pilz. Das hat er gut gesehen, dass das eine Starcoin ist. Hat er eine Starcoin gesehen, wo keiner ist? Hat er gut gesehen, einfach. Muss man ihm schon lassen? Ja. Warum nicht die Feuerblume? Weiß ich jetzt noch nicht, ob das mir nicht egal ist, so ein bisschen, ob es eine Feuerblume ist oder Starcoin. Aber ja. So, da haben wir eine Starcoin drin. Ja, toll. Wahnsinn. Wahnsinn macht er das. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Also, nein, wir haben noch die Nuki-Blatt im Inventar, keine Sorge. Keine Panik auf Titan, so ist nicht, dass wir nichts hätten. Darf ich bitte einfach hier wieder raus? Nein, okay. Habe ich dann auch verstanden? Darf ich nicht. Warum nicht? Man hätte mich hier auch wieder rauslassen können, also ich weiß jetzt nicht. Ist ein bisschen unnötig, aber gut. Ist ein bisschen unnötig, dass ich einfach wieder zurückschwimmen muss. Aber hätte ich ja so oder so. Ist ja egal eigentlich, auf welcher Seite ich zurückschwimme. Von daher kriege ich mich sinnlos auf, weil das kann ich gut. Das kann ich ganz gut. So, der große Großmundfisch hier, den lassen wir mal. Raid in Ruhe. Raid up in Ruhe lassen wir den.
Dann lässt er uns vielleicht auch in Ruhe. Mal sehen. Immer noch ein Aal. Einen großen Aal. Ah, der versteckt doch. Der versteckt unter sich was. Das sehe ich ihm doch an. Der versteckt unter sich was. Das sehe ich dem straight up an. Guck mal, hier ist so eine Nische. Da würde er was verstecken. Und zwar eine Röhre. Eine Röhre versteckt der Schelm. Mit einer weiteren Starcoin und massig Münzen. Also massig Münzen, so viele sind es auch nicht, aber ein paar Münzen sind gegeben. Schöne Sache. Schöne Sache. Wir schwimmen wieder hoch. Wir schwimmen hier wieder hoch. Ohne vom Aal gefressen zu werden. Das wäre so mein Ziel. Ohne vom Aal gefressen zu werden, einfach hoch. Ich befürchte, dass wenn wir durch die Röhre gehen, dass wir da nicht hinkommen, wo ich gerne hin wollte. Da dann irgendwo anders rauskämen, wisst ihr? Wo wir dann nicht zum... Naja, da wären wir nämlich unten lang gekommen, ne? Da wären wir nämlich unten lang gekommen und dann wären wir nicht mehr zu Starcoin gekommen und nicht mehr zur Fahnenspitze. Aha, gut durchdacht, der liebe Flasti, gut durchdacht. Manchmal denkt er mit, kommt zwar selten vor, aber manchmal passiert es dann doch. Ist ja schön und gut, ne? Ist ja schön und gut, wenn man einen Let's Player hat, der mal mitdenkt. Kommt selten vor, ich weiß, aber hey. So, was macht das blaue Toadhaus? Das weiß ich gar nicht mehr. Was macht denn das blaue Toadhaus? Gibt mir das Leben, macht mir das... Willkommen beim Toadhaus. Wir haben hier ein Album verbreitet. Schau es dir ruhig an. Ein Album. Okay. Was denn für ein Album? Ein Album mit meinen besten Songs? Oder... Nur ein Vor... Achso, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Gut, das ist jetzt ein bisschen sehr unnötig tatsächlich. Brauchen wir uns nicht weiter ansehen. Weil die Bilder haben wir ja so oder so schon gesehen. Danke für den Hinweis trotzdem. Waren wir mal auch bei euch zu Besuch? Ist ja auch ganz nett. Ne? Ist ja auch ganz nett. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Nein, war ich noch nie. Kann man so sagen? War ich noch nie. Oder war ich schon mal in Baden-Württemberg? Also zumindest nicht bewusst. Nicht in einem Alter, in dem ich mich entsinnen könnte, in Baden-Württemberg war. Guck mal, Secret. Top Secret gefunden hier. Und jetzt auch gleich mal die erste Starcoin? Oder bringt es mir einfach nur eine Röhre, die mich zum Abgrund zwingt? Oder einfach straight up zum Finale? Nee. Bringt mir schon eine Starcoin, ne? Das ist doch... Ich sehe es hier doch schon. Ich sehe hier doch schon die Starcoin. Die Starcoin-Allüren. Meine Güte, jetzt lasst mich aber hier hoch. Dankeschön. Dankeschön. Hat doch geklappt. Hat doch geklappt. Wunderbar. So, der Kettenhund, der kann mir mal gestohlen bleiben. Auf den habe ich jetzt gar keine Lust. Auf den habe ich gar keine Lust. Ich glaube ja nicht, ne? Ich glaube ja nicht, dass wir hier beide zufrieden wären. So, stattdessen einmal hier rumspeeden. Weil wir es können. Einfach weil wir es können. Und weil das Spiel es so vorgibt. Warum auch nicht? One-Up kriegen wir auch noch. Schöne Sache. Schöne Sache. Hier drin gar nicht. Gar nicht. Einfach nicht drin. Guck mal, hier ist Zeit. Okay. Ist ja eine Starcoin? Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, also wenn hier jetzt keine Starcoin gewesen wäre, hätte ich mich aber doch stark gewundert. Die Münzen lassen wir mal. Schenken wir uns mal. Ist eine Starcoin? Ja, gibt da. Ich hätte vielleicht mal gucken können, wo die hingeht. Aber okay, sie ist einfach straight up auf dem Weg. Oh Gott. Fast durch das Stun gescheitert, aber alles gut. Alles nochmal gut gegangen. Da war der Aufprall ein bisschen zu hart fast. Aber der Aufprall hätte noch härter sein können, wären wir jetzt straight up in die Hölle gefallen oder straight up runtergefallen. Daher nochmal alles gut gegangen. Alles fein. Welt 3 ist abgeschlossen und wir bekommen ein... Welt 3 ist noch nicht abgeschlossen, aber Welt 3.3 ist abgeschlossen, so kann man sagen. Level 3.3 ist abgeschlossen. So können wir es vielleicht sagen. So, was haben wir denn hier? Hier geht es um luftige Höhen, wie es mir scheint. Ist ja auch ganz nett. Ist ja auch ganz nett, ne? Nette Sache dies. Ah, und die Fuzzies. Die kamen hier, glaube ich, auch seit langer Zeit mal wieder. Ich weiß gar nicht, aus welchem Spiel die ursprünglich stammen oder wo die das erste Mal herkamen. Weiß nur, dass es damals stand, boah, die Fuzzies sind zurück. Stand irgendwo mal in der Endzone oder so.
so richtig unnötig. Okay. Ah ja. Toll. Das hat richtig gut geklappt. Nämlich gar nicht. Ja. Ich dich jetzt so weit hoch, dass ich an den rankomme? War ein bisschen unnötig. War ein bisschen unnötig verkompliziert, glaube ich. Aber gut. Muss ich jetzt mit leben? Na, guck mal, jetzt könnte man vielleicht auch gleich an das andere rankommen. Wenn ich mich ein bisschen anstelle. Hilfe. Meine Güte. Das war jetzt aber auch ein Krampf. Also diesmal können wir jetzt, glaube ich, der größte Krampf gerade, den wir bisher gespielt haben. Einfach aus Gründen, weil ich es mir selbst verkompliziert habe. Hat mir einfach selbst komplizierter gemacht, als es hätte sein müssen. Nur weil ich das Ding da irgendwie falsch gedreht habe oder falsch hochgestampft habe. War es jetzt komplizierter, als es hätte sein müssen. Na, guck mal. Hier ist doch auch direkt mal was. Da möchten wir doch mal hochspringen. Mal sehen, wo es uns hinführt. Ich erwarte einen Stern, genau. Und den soll ich auch bekommen. Ich wurde nicht enttäuscht. Die Erwartungen wurden gehalten. Schön. Manchmal freut man sich auch einfach mal, wenn Erwartungen gehalten werden. Ne? Wenn Erwartungen gehalten werden, ist das doch wunderschön. Ist das doch wunderschön, wenn man nicht enttäuscht wird. Und eine Erwartung, die man an ein Spiel hat. Haben wir hier noch? Ah, okay. Tanuki-Schwanz. Tanuki-Schwanz sage ich schon. Tanuki-Blatt. Ist ja auch ganz nett. Ist ja auch ganz nett. So, gut, hier ist nichts weiter, wie es mir scheint. Dann lassen wir es halt bleiben. Jetzt mal, hier wird auch nichts drin sein. Ich meine, wir können es einstampfen, aber ja, gut. So eine Münze. Ja, war jetzt mäßig lohnenswert. War jetzt so mäßig lohnenswert, sagen wir es mal so. Ah, wir schauen mal kurz uns hier um. Nicht, dass wir hier irgendwo was verpassen. Okay, tschüss. Gehen wir wieder runter. War jetzt so nicht geplant, ob er es glaubt oder nicht, aber naja, manchmal kommt es so. Manchmal kommt es aus dem Nichts, dass man halt einfach mal fallen muss. Ist was? Ah, okay. Ein paar Musiknötchen, ist ja auch ganz nett. Mit dem One-Up, schön. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das gebraucht hätten, ob wir da irgendwo mit hätten rankommen können, aber ich hoffe einfach mal nicht. Ich hoffe einfach mal nicht. Wenn doch, dann seht ihr es wahrscheinlich gleich. Warte mal. Das hier sieht mir sehr verdächtig aus, dass hier nochmal oben drauf sein könnte, ist aber nicht. Ich glaube, wir haben es tatsächlich verpasst. Sein, hier unten ist noch was. Ne, wir haben es verpasst. Gut. Dann hole ich jetzt erstmal die Fahnenstange und dann schneiden wir es rein. Ich glaube, ich weiß auch straight, wo es ist. Also ich glaube, ich weiß ziemlich sicher, wo es ist. Wo wir hin müssen, wo ich was verpasst habe. Hole ich gleich nach. Ist die dritte Star-Coin im Übrigen, die ich verpasst habe. Also alles gut. Alles gut. Ich würde sagen, wir warten noch, bis der Weg erscheint und dann sehen wir uns gleich wieder an der Stelle, wo ich hin muss. Also wo ich denke, wo ich hin muss. Also bis gleich. So, wir sind an der Stelle, wo ich denke, wo ich hin muss. Nämlich auf dem Block hier drauf. Schauen wir mal, ob ich recht haben soll. Ich hoffe doch. Ja, guck mal. Hatte ich recht. Hatte ich natürlich recht. Ziemlich schwere Starcoin, wie ich finde. Ziemlich schwere Starcoin. Also, ja, du musst ja erstmal auf diesem Block landen. Also musst du erstmal auf die Idee kommen, dass dieser Block das Richtige sein könnte. Und dann musst du halt erstmal auf den drauf kommen. Und dann halt so weit fahren, dass du denkst, ja, okay, weiß ich nicht. Dann da drauf bleiben. Gut, da drauf bleiben wäre dann nicht das Problem. Es sei denn, du hast einen Drift irgendwie. Schweres Starcoin, ich finde. Muss ich so sagen? Ziemlich schweres Starcoin. So, was öffnet sich hier? Öffne mir die Türen. Ich glaube fast da drauf, das ist nur eine Secret Box. Nein, das ist ein richtiges Level, okay. Es ist nicht nur eine Secret Box. Na gut, dann geht's aber trotzdem hier rein. Straight up.
Level 3-5. Oh Gott, ein Scrolling-Level. Scrolling-Level, wie ich Scrolling-Level liebe. Dieser Grüße an dieser Stelle APM-Zitat eingefügt. Erfolgreich. Erfolgreich das LPM-Zitat eingefügt. Freue mich. Freue ich mich, dass das erfolgreich integriert wurde in mein Gameplay. Oder in mein Commentary. Sagen wir so. So, ich hätte ganz gerne noch irgendwie ein Tanuki oder so für Reserven, aber kriege ich nicht. Habe ich verstanden, kriege ich nicht. Uah. Das war gerade knapper als ich wollte. War knapper als ich wollte. Ein Knapperle. Aber okay. So, bitte. Bitte einmal hier die kleinen Punktkäfer vernichten. Dankeschön. Einmal die Punktkäfer vernichtet. Einmal straight up alle Punktkäfer vernichten. Oder Pünktchenkäfer, glaube ich. Punktkäfer sind die aus Pikmin. Roten. Gut. Rein ins Finale oder rein zum Schluss hier. Boah, knapp. Ich habe irgendwie ein bisschen verpeilt, das Ziel richtig anzuvisieren, aber okay. Passt schon, hat geklappt. Luftballons gibt's auch dafür. Ja, ich glaube, das hängt mit der Zahl, die hinten steht, zusammen oder so, was man für ein Endscreen bekommt. Aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Gehen wir weiter in das finale Level der Welt 3, nämlich das Luftschiff. Die gute alte Luftgaleere. Gar kein Thema. Alles klar, kriegen wir hin. Die Bomben sind auch am Schlüssel. Kein Thema. Naja. Wird mich dann mal verabschieden von der Bombe, bevor sie dann doch explodiert. Würde ich mal dann doch ein bisschen Abstand halten. Ein bisschen Abstand ist schon nicht ganz schlecht, ne? Für ein Bömmchen zu halten. Sollte man tunlichst mal überlegen, ob man nicht da ein bisschen Vorsichtsabstand, Sicherheitsabstand und sowas nutzen möchte. Weiß, wir haben es nicht mehr 2020, aber einen sicheren Abstand zu Bomben sollte man trotzdem wahren. Das sollte man wahren, da bin ich auch straight dafür. So, wo ist ein Toad? Ist doch garantiert irgendwo ein Toad, oder? Wo ist ein Toad? Der. Okay, der bringt einen Pilz. Ah, nett, aber... Vielen Dank, sage ich jetzt einfach mal. An der Stelle. Ich wüsste jetzt nie, was ich damit sollte, aber... Vor allem, weil es hier eine Bombe gibt. Eine Bombe, sage ich schon. Ein Dings gibt, eine Blume. Wortfindungsstörung at the best. Wollte gerade sagen, das könnte ein bisschen gefährlich werden, aber naja. War es dann auch letzten Endes, aber okay. Ist halt so. Ach ja, manchmal bin ich ein Held. Manchmal ist er ein richtiger Held, der Flasti, ne? Manchmal ist er ein richtiger Held, der gute Flasti. Ich möchte hier das nicht, danke. Manchmal muss man auch einfach sagen, wenn man was nicht möchte, ne? Und dann passiert es auch. Dann passiert es nämlich auch, dass man da mal verschont wird. Manchmal muss man das einfach anmerken und dann sagt das Spiel, na gut, du möchtest das nicht. Akzeptieren wir so. Kriegen wir hin, dass du das nicht abbekommst. So. Weiter geht's hier. Ich möchte nicht getroffen werden. Dankeschön. Mir schön. In die Röhre möchte ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich würde erstmal kurz hier reingucken wollen. Ja. Ist hier jetzt noch was, oder? Müssen wir doch in die Röhre. Gucken wir halt in die Röhre rein. Ah, hier ist der Boss drin. Kann die Starcoin auch nach dem Boss kommen? Wenn nicht, dann wisst ihr schon mal, dass wir gleich noch was reinschneiden müssen. Bum-bum. Nervt ein bisschen, aber ist okay. Mehr als nerven kann der Mann auch nicht. Ja, wenn man es geschickt macht, kann man ihn direkt erwischen. Wenn man es ganz geschickt macht, kann man ihn direkt nach seinem
nachdem er aufgestanden ist, erwischen sozusagen. Und das hat soweit geklappt. Man kann auch warten einfach, bis der sich ausgedreht hat. Dann wird es einfacher, aber muss man nicht. Muss man nicht. Kann man machen, muss man aber nicht. So, ist hier jetzt noch irgendwo eine Starcoin? Na, warte mal. Ich habe eine Idee. Wir hatten ja letztes Mal schon, genau. Wir hatten ja letztes Mal ein One-Up drauf. Da könnte jetzt durchaus eine Starcoin sein, würde ich gerade sagen. Und dem sollte es auch entsprechen. Und damit haben wir die dritte Welt auch abgeschlossen. Ja, wunderbar. Wunderbar. Heute ein bisschen Überlängenpart, aber halb so wild. Halb so wild. Ja, wunderbar. Wunderbar. Level ist geschafft. Und ich gebe euch natürlich gleich wieder einen Teaser auf die Welt 4. Keine Sorge, auch wenn der Part länger geht. Keine Sorge. Hier haben wir schon mal Welt 4 gleich. Beziehungsweise erstmal gibt es wieder Post von Bowser. Ist ja wieder mal ganz nett. Ist ja mal wieder ganz nett, dass er uns ein bisschen auf die laufenden Dinge aufhält. Peach ist bei Bowser, aber denkt an Mario natürlich. Na gut, das war diesmal ein Brief von Peach scheinbar. Na gut. Aber dann hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn es ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und um nichts mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin sage ich Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye bye.